Ich habe die Hoffnung, dass das ohne Mikrofon geht. Wird meine Hoffnung von den hinteren Reihen geteilt oder ist es Ihnen lieber mit? Besser mit. Lieber mit? Ja. Aber ich will auch gehört werden, so ist es nicht. Willst du das nicht? Warum nicht? Da muss es doch einfach kurz sein. Ich mache einen Kompromiss, ich nehme das Mikrofon, aber ich schalte es nicht ein. Ja, vielen Dank, lieber Boris, für die einführenden Worte. Ihr konntet mich gewinnen, indem ihr gefragt habt, wir müssen da ein Programm umfüllen, machst du das Friedrich? Klar, mache ich. Naja, also das war die Überzeugungsarbeit. Warum macht man das überhaupt? Das ist das, was ich mich vorher frage. Mein eigentliches Thema, nicht das, was da steht, ist, das hat sich im Lauf der Arbeit an diesem Vortrag, also vor allem im Lauf der letzten Viertelstunden herauskristallisiert, dass das Thema sein wird, das Aushalten von Unsicherheit. Das findet sich auch in den Punkten, die ich hier aufführen werde. Es findet sich aber auch entweder in der Struktur dessen, dass ich in den letzten Jahren, das wird dir vorkommen wie eine sehr lange Zeit, ich war auch mal 24, in den letzten Jahren, also einer sehr kurzen Zeit von etwa 5 Jahren, dazu übergegangen bin, bei Vorträgen keine Bilder mehr zu zeigen, sondern es auszuhalten, frei zu sprechen, in der Annahme, dass jeder, der Gestalter ist, und ich sehe hier sehr viele sehr gute Gestalter, eigentlich auch bildersatt ist. Und das, warum lädt man eigentlich überhaupt Gestalter zu einem Vortrag ein? Ich frage mich das selbstverständlich, was erhofft man sich? Und ich bin wirklich überwältigt, wie zahlreich Sie hier eingetroffen sind. Also jeder einzelne von Ihnen ist ja nicht zahlreich eingetroffen, insofern ist die, hat die Frage keinen so richtigen Adressaten. Aber angesichts eines Biergartenwetters und ja, also worin besteht eigentlich die Verheißung dieses Vortrags? Das ist das, was ich gerne wüsste, um es erfüllen zu können. Das ist also eine Unsicherheit, die ich aushalte. Und dann halte ich aus den Umstand, dass ich wirklich einen freien Vortrag halte. Dass er nicht ganz frei sein würde, das weiß ich seit Ende letzter Woche. Denn Ende letzter Woche, Boris, hast du mir diese Dieter-Rams-Thesen als irgendwie auch noch vorhandene Unterströmung mitgeteilt. Du hast das vorhin so systematisch und überlegt dargestellt. Und das war der Zeitpunkt, zu dem ich dachte, ich muss hier auch Thesen aufstellen, an denen ich mich auch entlang hangele. Zu jeder These, wenn ich ehrlich bin, und das versuche ich hier zu sein, gibt es automatisch eine Gegenthese. Also zum Beispiel zur ersten, ich habe sie natürlich vergessen. So, ja, also ich meine, allein schon der Titel, der mir genannt worden war und den ich schon etwas länger kenne, ist Respekt und Übermut. Der Respekt besteht einem Respekt gegenüber dem Inhalt, damit auch teilweise gegenüber den Kunden. Ach so, eines wollte ich noch unbedingt sagen. Ich dachte, dass Sie etwa zu 15 hier anrücken würden. Das war auch, wie soll ich sagen, ein bisschen meine Hoffnung. Ja, wie gesagt, auch diese Unsicherheit hat keinen Adressaten. Ich hatte die Vorstellung, dass die Moderation, dass das Gespräch hinterher nicht moderiert werden muss. Ich will es dir jetzt nicht aus der Hand nehmen, Ulrich. Du kannst aber auch jetzt schon gleich intervenieren. Ich stelle mir nämlich vor, dass Zwischenfragen ausgesprochen willkommen sind. Und diese Zwischenfragen auch wirklich ausdrücklich erbeten sind als, also jetzt auch nicht krampfhaft, aber wenn Ihnen eine unangenehme Zwischenfrage kommt, also es ist ein Gestalter, der eingeladen ist zu sprechen und der 100 Leute vor sich findet in einer Großstadt, also ansonsten findet die Kultur ja bekanntlich eher in der Provinz statt, und in einer Kleinstadt würde ich mich jetzt über 100 Leute nicht wundern, angesichts des Mangels von Alternativen. Aber in München ist das sensationell. Und insofern halten Sie mich offenbar irgendwie für einen relevanten Gestalter, wenn es dieses geheimnisvolle Wesen gibt. Aber jeder, der sich selbst für einen relevanten Gestalter hält, hat, glaube ich, verloren. Auch hier wieder eine Diskrepanz. Das ist so wie, sagen wir mal, Gentleman oder so. Man sollte es sein wollen, aber wenn man glaubt, was man es ist, dann wird es schon nichts mehr. Und insofern
sind Sie ausgesprochen herzlich dazu aufgefordert, dazwischen sich zu melden. Also es darf auch eine Frechheit sein, es geht jetzt vielleicht nicht um Selbstdarstellung, dafür bin ich ja da. Aber wenn es eine Frage gibt, die gleich zu beantworten ist und bei der man nicht denkt, merke ich mir das noch, ist das funktioniert das wieder, wenn man gleichstellen, ich gebe Ihnen dann das Mikrofon oder Sie sprechen laut und so weiter. Also wenn es gelingt, mit 100 Leuten und auch nur punktuell etwas Dialogähnliches aufzubauen, dann haben wir heute schon Besonderes erlebt. Es sollten mal 10 Thesen werden, es sind glaube ich 7 geworden. Auch hier wieder unsystematisches Vorgehen. Wir Gestalter sind gegenüber den Inhalten verantwortlich. Das ist etwas, was ich vor 10 Jahren noch sehr viel lauter gesagt hätte. Ich selbst komme von den Inhalten her. Als leidenschaftlicher Leser habe ich beschlossen, Buchgestalter zu werden mit etwa 16 Jahren. Und habe mich damals erkundigt, wie man das werden kann. Und dann hieß es eben Schriftsetzerlehre. Gymnasium abbrechen war schon mal kein Problem für mich. Schriftsetzerlehre machen. Und dann halt auf die Fachoberschule und die Fachhochschule gehen. Und als jemand, der von den Inhalten herkam und der, ich war mit 23 schon Vater zweier Kinder und hatte deswegen noch mehr Zukunftsangst als heutige Studenten, behaupte ich, zumal man mir sowieso in puncto Buchgestaltung in den 80ern den Hungertod prophezeit und sie waren nicht so romantisch, obwohl ich fand, dass du es ausgesprochen gut geschafft hast, den Geist der 80er einzufangen. Ob das ein Kompliment ist, sei dahingestellt. Also die Zukunftsangst war stark. Und ich hatte die Frechheit, mich bei der Arno-Schmidt-Stiftung zu bewerben, um eine Stelle als Buchgestalter und Typograf für ein bestimmtes Projekt, eben den Satz des Spätwerks Arno Schmidts. Schaut mal, jetzt habe ich ja hier stehen. Ja. Es war für mich aus einer ganz naiven Herangehensweise klar, dass ich gegenüber diesen Inhalten sehr respektvoll mich zu verhalten habe. Also dass auch Sätze, die sich hier auf den Lampen stehen, gute Typografie ist unsichtbar. Das war etwas, was ich noch vor wenigen Jahren, sagen wir 10 oder 12, mühelos unterschrieben hätte. Bitte, ja, herrlich. Ist das nicht der eigentliche Übermut des Typografen, sich dem Inhalt zu stellen? Weil der ist ja das eigentlich Ungreifbare. Als ob Sie lesen könnten. Die Gegenthese zu dieser Aufforderung, das war jetzt gemeint, oder nein, das war nicht so. Also dieser Zusammenhang von Inhalt und Gestaltung, wo, wenn man ja so sagt, gut, ich bin demütig, aber wie geht denn Demut? Welche Schrift ist denn das? Und welche Schriftgröße? Wie funktioniert denn das? Ja, Sie haben das richtig verstanden. Also in der Tat, was heißt schon der Inhalt? Als wäre er ist etwas Gegebenes, aber was wird uns da gegeben? Die Frage ist richtig, ich kann sie selbstverständlich nicht beantworten, nicht einmal in Ansätzen und wüsste auch nicht jemand, der das könnte. Und der Zusammenhang von Inhalt, selbst wenn wir nun sagen könnten, Inhalt, ja, das ist doch dies und jenes, dann wäre eine gestalterische Reaktion darauf, die mit Wörtern wie Demut zu belegen wäre, auch zumindest nicht so ohne weiteres gegeben. Nicht so ohne weiteres gegeben, dass man nun sagen könnte, wir Gestalter, und gibt es hier irgendjemanden, der sich nicht als Gestalter im weiteren Sinne bezeichnen würde, außer mir? 1, 2, 3 sind schon, also die überwältigende Mehrzahl sind Gestalter. Wir Gestalter lernen ja sehr früh Unsicherheiten auszuhalten. Vielleicht gehen deswegen einige in diesen Vortrag in der Hoffnung, ein paar Sicherheiten vermittelt zu bekommen. Und was geschieht? Sie sind nicht nur nicht im Biergarten, sondern ich vermittle Ihnen Unsicherheiten. Der Zusammenhang von Gestaltung und Inhalt ist nicht definierbar in einem strengen Sinne. Es ist nicht so, dass einem nun dazu gar nichts einfiele. Dazu hilft zum Beispiel die Tradition, zur Design-Geschichte, werde ich nachher nochmal ganz kurz kommen. Wir wissen wenig darüber, was Inhalt ist. Das, was Form ist, ist uns überliefert. Wenn es uns also gelingt, uns in eine Tradition einzureihen, die die Frage nach einem Form-Inhalt-Zusammenhang gar nicht aufkommen lässt, weil sie so üblich ist,
dann umgehen wir auf diese Weise die Frage. Das allerdings, diesen Kunstgriff als die große Meisterschaft zu verkaufen, das macht dann wiederum den relevanten Designer aus. Denn, auch dazu noch ein bisschen später, was ein sehr interessantes Gebiet ist, ist Laientypografie. Wenn man in eine Runde kommt von, sagen wir mal, ganz frischen Studenten oder von Leuten, die zwar Gestalter sind, aber keine Typografen, dann sind sie ja auch Laientypografen und ihnen sagt, hier ist ein Buch, oder in anderen Fällen habe ich gesagt, bringt euer Lieblingsbuch mit, aber inhaltlich Lieblingsbuch, formal besser nicht, und gestaltet es. Im ersten Ansatz sind praktisch durchweg diese Arbeiten von Lieblingstypografie eine Übererfüllung der Konventionen. Das ist also dann die bravste Serifenschrift, wo eindeutig versucht wird, also sagen wir mal so, auch so konservativ wie möglich zu sein. Da stehen die Seitenzahlen garantiert auf Mitte unter dem Satzspiegel. Und der Haupttitel steht auch garantiert auf Mitte, abgesehen davon machen das ja auch viele Verlage immer noch so. Also das erste Dilemma, das ich nicht auflösen werde, ist einmal das Dilemma zwischen Respekt und Übermut. Wir brauchen beides. Und zum anderen das Dilemma, dass wir eigentlich beides nicht sauber definieren können. Ich sehe skeptische Blicke. Die Fragen bitte formulieren. Dieter Rams Thesen, die übrigens sich ausdrücklich an Produktdesigner richten und nicht an Grafikdesigner, geschweige denn an Typografen, sind auch insofern mit Vorsicht zu betrachten. Ich weiß gar nicht, wo Dieter Rams sich einsortiert hätte in dieser Kategorie Respekt und Übermut. Ich finde es jedenfalls ausgesprochen übermütig, überhaupt 10 solche sehr apodiktischen Aussagen zu treffen. Und in einer dieser apodiktischen Aussagen den Benutzer dessen, was Rams gestaltet, Verbraucher zu nennen. Was für ein abscheuliches Wort. Zum Glück müssen Buchgestalter ihre Kunden nur dann Verbraucher nennen, wenn die Buchgestalter wiederum mit Klebebindung arbeiten, was ich zum Glück nie tun muss. Vielleicht ist, abgesehen vom Einhalten von Konventionen, soweit es nicht ein Bestandteil davon ist, mein Weg, Respekt zu zeigen, derjenige, dass ich mir den Benutzer, den Käufer, immer so vorstelle wie mich selbst. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Verlag versucht hat, mit mir etwas zu besprechen, was man Zielgruppen nennen würde. Also implizit kommt das vor und ich finde es auch ein erlaubtes Wort, so ist es ja auch wieder nicht. Aber explizit halte ich es für ein schwieriges Wort, eine Zielgruppe zu definieren, etwas zu machen, indem man, also sagen wir mal, ich, um mich selbst zu unterbrechen, meine Zielgruppe bin ich eigentlich immer selbst. Ich halte mich nicht für so verschieden, weder nach oben noch nach unten, von den Leuten, dass ich nicht selbst auch mein Lieblingsbuch gestalte. Oder ich bin ja amüsanterweise auch Ausstellungsarchitekt geworden, meine Lieblingsausstellung mache. Und habe die Erfahrung gemacht, dass das, was der Gestalter haben möchte, nämlich eine intuitive Zustimmung, auf diese Weise zu erzielen ist. Eine andere als eine intuitive kriegen wir ja auch nie. Wir können ja nicht irgendetwas, was wir gestaltet haben, wirklich so durchargumentieren in einer Präsentation, dass man nicht, das sagen wir mal nicht, zumindest ein anderer Gestalter, ein ebenso guter Schwätzer, das Gegenteil genauso gut argumentieren könnte, sondern ich mache das so ehrlich, ich kann, ich präsentiere es und appelliere aber an den Konsens. Und wo mir der entzogen würde, zum Glück noch nicht vorgekommen, dort würde ich sehr schnell an Grenzen stoßen. Gutes Design ist so wenig Design wie möglich, das war die These, die mir als zusätzliche Hausaufgaben gegeben wurde und die mich ja dann auch überhaupt erst darauf gebracht hat, diese 10 Thesen von Dieter Rams, diese sehr apodiktischen, hier mit 10 sozusagen Gegenthesen, die dann ihrerseits immer auch nochmal den Widerspruch in sich haben, zu kontern. Gutes Design ist so wenig Design wie möglich, schon eine erstaunliche Aussage insofern, als dass sie eine quantitative Aussage ist. Sie sagt erstens mal, wir können wissen, was wenig Design ist und was viel. Und zweitens, ist wenig besser als viel. Es ist ja ein Satz,
gutes Design ist so wenig Design wie möglich, dem, also der einen breitesten Konsens findet. Ein Satz, der ja eigentlich zurückgeht auf solche tückischen, verführerischen Sätze wie das zweifellos von den meisten Familien im Raum zutiefst gehasste Form follows Function. Dieser Satz, der praktisch aus der Geschichte seiner Missverständnisse besteht, der damals vom Architekten Sullivan in seinem Aufsatz Der Bau des modernen Bürohauses verwendet wurde, der aber damals ausdrücklich auf das Funktionieren der Natur und der Evolution damit abhob. Seine ganze Form follows Function Sache ist ein Lob der Evolution, soweit das nicht sinnlos ist. Vor Sullivan, lustigerweise war da gerade ein Buch erschienen, Horatio Greenough, diesen Namen nenne ich, weil ihn garantiert hier keiner kennt, ein amerikanischer Architekt, der Mitte des 19. Jahrhunderts, der das auch schon formuliert hat, dann kennen wir solche Formulierungen wie etwa von Lutz Burkhardt, Design ist unsichtbar. Auch dort muss man immer genau hinschauen. Und auch hier stehen wir vor dem Dilemma, dass wir gar nicht wissen, was eigentlich wenig Design ist. Ganz häufig wird es ja missverstanden als eine Zurückführung, wenn wir jetzt vom Produktdesign sprechen, auf eine Art von archimedische Körper. Also eine Design-Kaffeekanne ist ein Zylinder oder ein Würfel oder so etwas. Auch dieses Elend begann ja in den 80ern sehr stark. Seitdem, also nicht auch dieses Elend, sondern dieses Elend speziell. Seitdem ist das so eine populäre Annahme, dass Reduktion eine Reduktion auf geometrische Körper ist, was ja wiederum gar nicht so selbstverständlich ist, und dass Design eben eine quantitative Komponente. Wenn man nun antworten würde, dass man das ja gar nicht so streng betrachten müsse, dass so wenig Design wie möglich ja durchaus bedeuten könne, etwas wie eine emotionale, meinetwegen bis hin zu einer ornamentalen Ebene zu bedenken, dass wenn man das erst drin hat, es so wenig wie möglich ist, dann landen wir, wenn wir ehrlich sind, beim zweiten Satz, gutes Design ist so gutes Design wie möglich, denn wir müssen diesen ersten Satz reduktiv betrachten, um überhaupt schlau aus ihm zu werden. Kein Widerspruch? Die Emotionen anzusprechen ist übrigens etwas, was Sullivan in seinem Aufsatz, in dem auch dieses Form follows Function, auch noch eben in einer sehr einem sich einprägenden Abfolge, er beginnt also 5 oder 6 der Schlussabsätze dieses Aufsatzes immer wieder mit diesem Satz, aber in dem gleichen Aufsatz sagt er, dass die emotionale Ebene unbedingt zu bedenken ist, dass also auch das, was er dort anspricht, ist etwas, was man Architektur parlante nennen müsste, also dass das Auftreten dieses Gebäudes schon etwas aussagt über den des Benutzers und des Architekten in der emotionalen Wirkung auf den, auf das vorbeiziehende Publikum und auf denjenigen, der es betritt. Also gutes Design ist eben keine Quantitätsfrage. Und der Versuch, die Komplexität der großen Designfragen zu reduzieren, wird so nicht gelingen. Besser ist dann schon, was im Buch Einfach, Merowe Verlag 2009, Axel Kuhfuß schreibt, Hintergrund dieses Buch- und Ausstellungsprojekts war die Erfahrung, dass Einfaches nicht infolge einer banalen, Folge einer banalen Reduktion sein kann, sondern vielmehr durch Konzentration von Komplexem seinen ungeheuren Wert erhält. Andererseits ist die Kombination von Komplexem richtig, aber Design ist, wenn man irgendeine positive Aussage darüber sagen, treffen kann, ist das eine positive Aussage, wenn man sagt, Design ist Komplexitätsreduktion. Es ist ja etwas, was die Unsicherheit durchaus verstärkt. Wenn ich jetzt von Grafikdesign im Allgemeinen spreche und von Buchgestaltung im Speziellen, dann ist ja speziell die Komplexitätsreduktion auf der Ebene, in der man womöglich behauptet, sich dem Inhalt demütig zu nähern, immer eine derartig starke Komplexitätsreduktion, dass überhaupt noch die Frage, was übrig bleibt. Also da
das, wo das Auge des Lesers meistens verweilt, das ist dann eben die Textebene. Und in dieser Textebene haben wir die Schriftwahl, wir haben die Größe, wir haben die Laufweite, wir haben die Satzbreite, wir haben den Zeilenabstand. Das war es schon so ziemlich. Und davon ist noch am ehesten eine expressive Wahl, die Schriftwahl, die im Falle von Büchern in den seltensten Fällen wirklich expressiv ausfallen wird. Sie sind übrigens wirklich zu viele. Ich habe zwar keine Bilder mitgebracht, aber Dinge. Ich habe hier als Beispiel eines demütigen Projektes so ein paar Bögen aus Zettels Traum mitgebracht. Die sollte ich mir vielleicht doch dieses Ohrding da anlegen, macht das einen besseren Ton. Ja, dann muss ich dieses Kästchen auftragen. Ich hatte mal die Unsicherheit dieses Wechsels auf der Bühne aus. Währenddessen kann der Nächste Mut sammeln und eine Frage stellen. Oder eine Anmerkung machen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich ja weitersprechen kann, wenn ich kein Mikrofon in der Hand habe. Meine Behauptung war ja, dass ich das gar nicht brauche. Dogs. Schwitzen alle Vortragenden so? Ich halte solche
Thesen zur Gestaltung für gefährlich. Ich halte sie für gefährlich für den, der sie formuliert, weil er sich damit anmaßt, solche vorübergehend endgültigen Wahrheiten formulieren zu können. Und ich halte sie für gefährlich gegenüber jedem, der ernsthaft erwägt, ob man in 10 Hauptsätzen, die aus Subjekt, Objekt und Prädikat bestehen, etwas Wesentliches über Gestaltung lernen kann. Keine Widersprüche? Die Komplexitätsreduktion muss sich so vollziehen, dass sie sowohl für den Dialog zwischen dem Kunden und dem Gestalter, wenn ich mal diese typische Konstellation annehme, stattfindet, als auch im Dialog zwischen dem Gestalter und dem Benutzer. Das sind ja eben 2 Ebenen zwischen Gestalter und Auftraggeber. Ist es eine kommunikative, also eine verbal-kommunikative Komplexitätsreduktion, und im Dialog zwischen Gestalter und Benutzer ist das eine, die sich dann über die gestalteten Dinge vollzieht. Wenn das die Frage beantwortet. Im Grunde sind all diese ersten Fragen, also diese ersten Thesen, die hier auch reichlich unsystematisch stehen, die umkreisen diese Fragen, denen ich, wie gesagt, vor 10 Jahren glaubte, genauer auf den Fersen zu sein, als ich es jetzt glaube. Dazu kann ich hier gleich noch etwas verteilen. Unbeschadet des Umstandes, dass sie so zahlreiche sind. Ich dachte, ich zeige so kleine Sachen herum und das übersteigt wirklich jede meiner Erwartungen. Also, die andere Bibliothek kommt mal wieder neu heraus. Im Aufbauverlag diesmal. Das Konzept der anderen Bibliothek, der neuen, ist, Renate Stephan hatte das den Aufbauleuten unterbreitet, dass Buchgestalter gefragt werden, ob sie, also einzelne Buchgestalter machen einzelne Bände, jeder Band wird von einem anderen Buchgestalter gemacht. Das finde ich natürlich reizvoll, ich finde es auch ein Ding, dass man sich damit aufhalst, jedes Mal erneut in eine Komplexitätsreduktionsdebatte zwangsläufig mit dem zu kommen, den man diesen Auftrag gibt. Und natürlich besteht die Gefahr in ein bisschen ein Wettgestalten. Also wenn ich jetzt die Aufgabe habe, die nächsten 20 Bände der anderen Bibliothek zu machen, dann würde ich da in den möglichen Maßen, von denen ich gesprochen habe, vernünftig rangehen. Bei einem einzelnen Band öffne ich natürlich mein Haar und denke auch, die anderen Bände werden von anderen Gestaltern extra angefragt. Und da will ich jetzt nicht das graue Häuschen sein, sondern Friedrich Faustmann will auch bei cool sein. Muss auch gehen. Und ich habe dann natürlich eine sehr expressive Titelei gemacht, die Paradoxe des Mr. Pond. Und der erste Buchstabe ist hier dann auch das Initial. Und ich habe eine Wackelkonturschrift genommen. Hier, guck. ich verteile jetzt einfach mal den Aushänger, ich brauche das nicht zurück. Und besonders merkwürdig, ich arbeite ja letztes Jahr sehr viel und sehr gerne mit meiner Frau. Jetzt fange ich mal hinten an. So. Der Textildesignerin Cornelia Frey zusammen, oh, es wird zu wenig. Aber das Gute macht, ist ja, man kann das zerlegen. Und wir hatten beschlossen, an den Fuß der Seiten ein Muster zu tun, was ja nun ganz bestimmt nicht zu wenig, Entschuldigung, es ist zu wenig, oder? Es ist zu wenig, Sie sind zu viele. Sie reichen es dann vielleicht einfach weiter, aber ich hatte es ja schon gerade in die Luft gehalten. Und das Musterchen sieht man ja, also es gibt dort unten ein Muster auf diesen Seiten, das keinerlei Funktion hat, außer einer emotionalen Ansprache und bei dem ich den Verdacht nicht loswerde, dass ich da überagiert habe. Also das, was ich den Aufbauleuten gesagt habe, dass die Gefahr besteht, dass ich dann in diese Falle selbst getappt bin. Weil ich gedacht habe, ich muss hier irgendein starkes Element hineintun, das da nicht zwingend nötig ist. Wir sind Dogmatiker insofern, als das, und wir sind Eklektizisten, wir sind, also jedenfalls in meiner Generation, um noch einmal anzusetzen, war es noch so, dass man sich an der Schule angewöhnlich erklärte. Also noch in meiner Studienzeit, studiert habe ich bei Hans-Peter Winberg, war es so, dass es
so ein bisschen Kabeleien gab zwischen Hochschulen. Kann jemand mir sagen, ob das heute noch der Fall ist? Also zwischen Hochschulen und zwar in stilistischer Hinsicht. Es wurde im Kleinen das gemacht, was so hochgespielt worden war, auf so fruchtbare Weise in dieser zumindest mitteleuropäischen Achse Niederlande, Deutschland, Schweiz. Länder, in denen es über Jahrzehnte einen, fast einen Krieg gab zwischen der neuen Typografie, der neusachlichen Typografie und der traditionellen Typografie. Das war ein Krieg, der ja jahrzehntelang geführt wurde. Und mein Studium fiel in so die letzten, also vielleicht war es die frühe Nachkriegszeit. Das war ein Krieg, der ausgesprochen furchtbar war. Also es ging ja so weit, dass das zum Teil hochschulinterne Spaltungen gab, so wie zum Beispiel an der Gestaltungshochschule in Zürich. Das hat Christoph Gassner ausgesprochen amüsant erzählt, wie es dort zwei Lehrer gab. Einmal den Kech, das war jemand, für den, sagen wir mal, nach einem Buchhaupttitel etwas anderes als der Mittelachse gar nicht in Frage kam. Und wer war sein Gegenspieler? Ich glaube, ich sage immer Bosshardt, aber es war der andere. Es war Bosshardt. Danke. Bosshardt, für den es wiederum nur Akzidenzprotest, Halbfett, 9 Punkt auf, was weiß ich, 11 Punkt gab. Und wenn ein Lehrer den Schüler dabei ertappte, dass er mit einem der anderen Lehrer, mit Kech, respektive mit Bosshardt, auch nur sprach, dann brauchte er bei ihm nicht mehr im Unterricht aufzutauchen. Ich unterrichte gelegentlich mal hier und da, so spaßeshalber an Hochschulen, eine Aussicht, die ich zurzeit wiederum weniger reizvoll finde angesichts von Modularisierungen und selbst Zerstörungen des Systems. Aber wenn ich es doch eines Tages mal täte und eine Professur annähme, dann wäre das allererste, was ich täte, eine unglaublich dogmatische Schule gründen. Das heißt, wenn ich richtig Zug wähle, dann würde ich zwei Schulen gründen. Ich würde also entweder jemanden, den ich da schon vorfinde oder den man vielleicht noch hinzuholt, fragen, ob er nicht der Anführer der anderen sein will, der Cowboys oder der Indianer. Oder aber, warum nicht beide Schulen unterrichten, aber wirklich dafür sorgen, dass diese Studenten miteinander kein Wort wechseln. Denn diese Dogmatismen sind derartig fruchtbar gewesen in diesem Streit, wobei es eine ideale Gelegenheit ist, zu sehen, was sind eigentlich Vordergrund- und was sind Hintergrundphänomene. Wenn wir also Vordergrundphänomene diese nennen, wo wir einen gestalterischen Spielraum wahrnehmen, und Hintergrundphänomene, welche, bei denen wir gar nicht auf die Idee kommen, sie zu hinterfragen, weil es sowieso so ist. Also wenn wir ein Buchprojekt annehmen, werden wir nicht überlegen, ob wir dieses Mal von rechts nach links setzen oder so. Das ist etwas, was wir ganz klar übernehmen. Es gibt also Dinge, die ganz klar Vordergrundphänomene sind, wie etwa die Schriftwahl, und ganz klar Hintergrundphänomene, wie etwa das Stapeln der Kolumne von oben nach unten. Wo ist denn eigentlich die Grauzone? Diese Grauzone war etwas, worüber sich gerade jetzt in der neuen Typografie nicht groß Gedanken gemacht wurde. Ich finde es ausgesprochen schön zu sehen, den Impetus, mit dem die neue Typografie aufgetreten ist und das genetische Material zwischen einem, sagen wir mal, Albusdruck von 1500 und dem Buch Die neue Typografie von Jan Tichold, das dürfte zu 98% übereinstimmen. Die Kolumnen, das Blättern, die Doppelseite und so weiter. Nur die Satzspiegelproportionen und ein bisschen Dekoration unterscheiden sich überhaupt. Und aus diesem Minimalunterschied wurde diese Dogmatik entwickelt, die sogar noch in meiner Schulzeit eine Rolle spielte, wo etwa auch Hans-Peter Wilberg, der meiner Ansicht nach der erste richtige lehrende Eklektizist war, zum Teil noch, also von seiner Schulzeit natürlich erzählte, wo es genauso war wie bei Christoph Gassner, aber auf andere Schulen verwies, wo zum Beispiel der Ulmer Gedanke noch ausgesprochen kräftig war. Also die Vorstellung einer, also es gab doch da auch noch amüsante Debatten, wo also Leute auch etwa Versalzeilen, die auf Mitte standen, mit politischen Abseitigkeiten verbanden und so weiter. Und das, Sie werden sich erinnern, wann haben wir das letzte Mal erlebt, diese... Der Streit ging dann immer noch weiter mit den Herrschaftsbuchstaben. Die Herrschaftsbuchstaben, ein Wort, das von Otto Eicher stammt, ja, also solange es das
In Wahrheit sind wir Eklektizisten und das ist das, was ich als das, also die, das, als, was ich als Buch gestaltet habe, als das eigentlich Vergnügliche wahrnehme, ist, dass wir uns überlegen können, wo positionieren wir dieses Buch. Wir können jederzeit Dogmatiker spielen. So habe ich die historisch-kritische Walter Benjamin-Ausgabe als ausgesprochen, sagen wir mal, spätbauhäuslerisch gemacht, sogar inklusive von lebenden Kolumnentitel auf rechten und linken Seiten links angeschlagen und einen ganz Zeilenraster, der auch bei den schwierigsten Manuskriptseiten radikal durchgehalten ist. Ich habe mich dann sensationell ins Knie geschossen, aber es wird sich überhaupt keinen Verfügungsraum und uns haben auch nicht eine Zeile mal über den Satzspiegel hinaus zu können, aber es, das ist dann eben sportlich. Also etwas, was sehr aus sehr nach Bauhaus aussieht, aber ebenso bin ich natürlich imstande und mache ausgesprochen, sagen wir mal, klassische, moderne Dinge, à la Richard von Sichowski, um den Namen eines Großen zu nennen. Aber was eben auch jederzeit möglich ist, ist, dass wir in die historische Trickkiste tiefer hineingreifen und so etwas machen wie etwa bis hin zu einer Wackelkonturschrift, die Sie wahnsinnig skeptisch ansehen. Das war gut. Sollte ich eine kleine Schnaufpause machen, damit sich Fragen hier regen können? Das, der Vorteil dieses Streits? Der Vorteil dieses Streits war, dass beide Seiten für ihre Seite gestritten haben. Dass es also kein achsenzuckendes Laissez-faire war, sondern dass die einen oder die anderen beweisen wollten, dass sie die Besseren waren. Dass damit also ein Wettstreit ausgebrochen war, bei dem die neue Typografie und die sozusagen spätklassische Typografie, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, unter dem Druck standen. Also es ist die Frage, was ist der Vorteil, wenn man eine Opposition hat. Man hat jederzeit eine Ersatzregierung, das ist der Vorteil. Und solange man diese Opposition hat, muss die Regierung gut arbeiten, sonst wird ja die Opposition gewählt. Und so habe ich das wahrgenommen, dass in diesem, also vielleicht gab es noch eine Blaupause für diesen Streit. Durch diesen Bin und Tichot. Aber das, zu diesem Zeitpunkt, das war ja eine Nachkriegsdebatte, ich glaube, ein Druckspiegel oder so, das war so stark geführt wurde. Aber die im schweizerischen typografischen Monatsblätter, dann weißt du auch, ich kann es an der Form begründet nicht festmachen. Ich kann es an der Form insofern festmachen, dass es die Traditionen gibt, auf die ich zurückgreifen kann und die sich in Zeiten entwickelt haben, in denen man das gewissermaßen naiv so gemacht hat. Genau, du hast auch politisch gesetzt, setzt ja voraus, dass die Tradition irgendwie höher bewertet als anders. Also insofern gibt es immer eine ideologische Letztbegründung für dieses auch politische Raum. Wir werden keinerlei Letztbegründungen bekommen. Unsere Letztbegründung ist als Buchgestalter, das gilt nur für Ausstellungsgestalter war ich nicht, aber ich bin hier als Typograf eingeladen, als Grafikdesigner. Die typografische Letztbegründung ist, das haben wir schon immer so gemacht. Aber das gilt inzwischen ja auch für die neue Typografie. Also Hugo wird ja nicht diese Bücher von 1925, die ja auch 40 Jahre vor meiner Geburt entstanden sind, als Neuerung empfinden. So sehen die auch nicht aus. Dafür haben die zu sehr eine Schule hinter sich. Momentan können wir also in einem Fall von Benjamin hätte es Gründe gegeben, eine Mittelachsentypografie zu machen. Also von ihm sein einziges Buch, nämlich die Einbahnstraße, in neusachlicher Typografie entstanden und alle anderen in einer stets langweiligen Typografie, die sich zwischen dem späten 19. Jahrhundert und dem ja eigentlich Mitte des 20. Jahrhunderts kaum verändert hat. Also es hätte von der Erstausgabensituation her erheblich mehr Gründe gegeben, zu sagen, ich mache eine ganz langweilige Mittelachsen-Typografie, sehr pragmatisch in einer spätklassizistischen Schrift. Die Entscheidung, diese ausgerechnet dieses eine zu nehmen, diese eine Einbahnstraße, war erstens mal
führt es dazu, dass man diese Typografie, dass die sich mit der heutigen Wahrnehmung einer modernen Typografie deckt, einer heutigen Wahrnehmung einer modernen Typografie, die gar nicht unbedingt eine historische Wahrnehmung ist, sondern eine naive Modernitätswahrnehmung. Und zum anderen, dass die Herausgeber dieses Benjamin-Bild haben und dass es das einzige Buch war, bei dem wir wissen, dass Benjamin mit dem Gestalter immerhin in einer Art von Dialog getreten ist. Aber das sind alles keine wirklich harten Begründungen. Wir müssen mal, wie viel Zeit ist jetzt hier schon rum? 43 Minuten. Eine Dreiviertelstunde? Ja. Sehr gut. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen begeisterte Wortmeldungen zum ersten Teil dieser These haben. Die lautet, alles wird immer schlechter bei These 5. Denn das ist nicht meine Ansicht, die ich auch kaum verteidigen kann. Meine Ansicht ist, wir leben im goldenen Zeitalter der Gestaltung. Das schließt sich an das vorher Gesagte durchaus an. Es gibt diese Laientypografie. Wir sehen sie übrigens andauernd, den Laien machen Typografie. Das war, als ich anfing zu studieren, noch ganz undenkbar. Das war noch gerade vor dem DTP-Zeitalter, ein Wort, das es auch nicht mehr gibt. Es gibt jetzt Quereinsteiger, mehr als damals. Leute, die zum Beispiel, Leute wie, welcher Name ist bekannt, Walter Pamminger in Wien, Leute, die ganz woanders herkommen, die zum Teil Editionswissenschaftler, Germanisten, Philosophen, Leute, die Spaß haben an Typografie und die sich dann auch häufig, fast immer über diesen beschriebenen Weg des naiven Nachmachens einer Standardtypografie herantasten an die Möglichkeiten von Buchgestaltung. Alles wird immer schlechter. Ich bitte Sie, man ist nie zu jung für Kulturpessimismus. Vor einem Jahr habe ich irgendwas in einem Mediamarkt gekauft, Geständnis. Und ich kam an zwei etwa 12-, 13-jährigen Jungs vorbei, da sind ja manchmal so Spielekonsolen mit so Joysticks und alles schön angeschnürt und dann kann man Probe spielen und die dattelten da schossen einander tot. Und der eine sagte dem anderen, ich glaube fast wirklich, Ego-Shooter sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Und da war mir klar, dass man für Kulturpessimismus nie zu jung ist, wenn niemandem zu alles wird immer schlechter etwas Profundes einfällt, dann wird zweifellos zahlreich vorhandene Presse morgen eine super Headline haben für den Zeitungsbeitrag, der hoffentlich hierüber in der Süddeutschen Zeitung erscheint. Münchner Designer optimistisch oder so. Es gibt Dinge der, sagen wir mal, digitalen Welt, die ich skeptisch betrachte. Also, abgesehen jetzt von Alltagsskeptizismus, davon, dass Leute ständig an ihrem Telefon herumnesteln und so etwas. Das ist gar nichts, was mich bei Kindern mit dem Gedanken erfüllt, was aus denen man wird, sondern es erfüllt mich mit dem Gedanken, dass sie jetzt gerade Zeit verlieren. Was immer aus ihnen wird, das System Kind ist ja zum Glück fehlertolerant. Lustig, meine ältere Tochter, die ist 26, die hat gerade einen Öko-Blog gemacht und dann sagte sie, Papi, machst du mir ein Logo? Und ich sagte, ja, mache ich schon, ist nicht gerade meine Spezialität. Und zwei Tage später sagte ich, kannst du mir irgendeinen Anhaltspunkt geben? Und sie sagte, nein, sie haben es schon ins Internet gestellt, da gibt es nämlich eine Seite, die ich seitdem weiß, das ist irgendwie zwei Jahre her oder so, eine Seite, wo man ein 5-Zeilen-Briefing reinstellt, ist das Ihnen allen bekannt? Und wo man die Anforderungen reinsetzt und dann bekommt man keinen oder 20 oder 40 Entwürfe. Man schreibt noch, ich brauche ein Logo für das und jenes, soll so und so sein, ich mag grün, ich habe 300 Euro. Das war, glaube ich, die Summe, die sie damals hatte. Und dann bekam sie etwa 15 oder 20 Entwürfe und hat nur den genommen, der ihr gefiel und der bekam 300 und die anderen nichts. Hinweis an die Jugend hier im Raum, machen Sie da nicht mit. Ich kenne den Satz, ich bin jung und ich brauche das Geld, aber irgendwann sind Sie alt und Sie brauchen das Geld immer noch. Das ist aber schon ungefähr mein einziger Beitrag zum Kulturpessimismus. Ich hatte gehofft, ich hatte eben auch gedacht, wir sind zu 15 und dann würden wir jetzt hier und so weiter, das ist jetzt eben doch sehr viel frontaler, dieser Unterricht, als ich gedacht hatte. Also wir sind uns eigentlich, wir leben im goldenen Zeitalter der Gestaltung, dann mache ich
weiter. Es sitzt ja auf 50 bis 80 Minuten. Das sind zwei Zitate. Das eine ist vermutlich von Buchis. Der Text. Du, Johannes, hast ja gedacht, ich hätte den Text, der auf der Internetseite steht, selbst geschrieben. Das hast du vermutet. Also einen Text über mich selbst geschrieben, wo ich mich so zurückgelehnt habe in meinem Sessel mit der Pfeife im Mund, der Blick über meine Länderei schweifend und mich anfangen mit meinen Worten Erfolg adelt. Toscanini. Danke. Er hat mal mit, also in dem wunderbaren Büchlein,
sein, mein Cello und ich, auf Englisch nur Cello, von Gregor Piatigorsky beschreibt er, dass er mit Toscanini demnächst die Bühne betreten werde. Und Gregor Piatigorsky hat sehr viel Lampenfieber wie immer, aber noch mehr Lampenfieber hat Toscanini. Und Toscanini, der von dem bekannt ist, dass er sich jetzt ins hohe Alter hinein vor Aufführungen gegeben hat vor Lampenfieber, geht auf und ab, tigert die Bühne auf und ab und ruft: Ich tauge nichts, Sie taugen nichts. Ich tauge nichts, Sie taugen nichts. Und Piatigorsky fleht ihn an: Hören Sie auf, Meister, ich werde ein Wrack sein. Ich tauge nichts, Sie taugen nichts. In dem Moment, wo die Glocke ertönt und die beiden auf die Bühne müssen, hakt Toscanini Piatigorsky runter und sagt: Ich tauge nichts und Sie taugen nichts, aber die anderen sind noch viel schlechter. Kommen Sie, gehen wir. Ein Satz, aus dem ich mehr Motivation geschöpft habe, als aus jeder anderen Gestaltungsthese. Das ist jetzt mein Steckenpferd, das ist jetzt so auch ein bisschen das, darüber kann ich mindestens so lange reden wie über alles bisher, aber wir können es auch kurz machen, auch je nachdem, was für Fragen Sie haben. So hilfreich ich zum Beispiel Bruno Marquardt finde, ich würde ihn in einem Kundengespräch nicht ohne weiteres zitieren. Was im Kundengespräch zitiert wird, das sind Poststrukturalisten. Ich war ausgesprochen amüsiert, ich bin das erste Mal an diesem wirklich wunderschönen Ort und bedanke mich auch sehr für die Gastfreundschaft und alles. Das sage ich jetzt natürlich alles, weil ein Arbeit kommt. Briefing before the budget bullshit. Du hast an eurem Kundenparkplatz ein Zitat von Roland Barthes. Korrekt. Ganz schön hochgestochen. Ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Aber es gibt so eine... Ist nicht aus Versehen gewesen. Bitte? Ist nicht aus Versehen gewesen. Nicht aus Versehen. Ja. Also in den letzten Jahren hat sich da etwas herauskristallisiert, was ich, und vielleicht sind wir dann doch bei These 5.1, was ich als schwierig wahrnehme, das ist eine Theoriezentrierung in der Ausbildung an den Hochschulen. Warum wendet man sich der Theorie zu? Also ich glaube, junge Leute wenden sich der Theorie aus Angst zu, in der Hoffnung, in diesem Feld der Unsicherheiten, das Gestaltung ist und bleiben wird, Lösungen zu bekommen, Ansätze, festen Boden unter die Füße, sie werden ihn nie bekommen. Ältere Leute wenden sich der Theorie vielleicht aus Überdruss zu, weil man jetzt dann schon 30, 40 Jahre lang Grafik gemacht hat und denkt, das kann nicht alles sein. Leute an der Hochschule wenden sich der Theorie aus zwei Gründen zu, aus drei oder so, fangen wir mal an. Bedeutungssteigerung, das sind Strategien, die wir Gestalter ja hinkriegen, solange bis man uns mit Erfolg adelt überschreibt und wir es geschafft haben. Dann sind die Kunsthochschulen, also die Werkkunstschulen, sind zu Fachhochschulen oder Gesamthochschulen geworden, zu Fachhochschulen. Sie sind zu Universitäten geworden und es finden sich jetzt Lehrer als Universitätsprofessoren wieder, die zum Teil kaum eine und fast niemand irgendeine Ausbildung hat, die man wissenschaftliche Ausbildung nennen könnte. Warum auch? Wofür? Der Fall von Doppelbegabung ist ja ganz selten. Die gibt es. Also ich kenne Designer, die auch als Wissenschaftler gut gewesen wären und die es auch schaffen, sowohl auf dem Gebiet des Designs als auch auf dem Gebiet von Wissenschaftlichkeit sich profund zu äußern. Auf dem Gebiet des Designs zum Beispiel dadurch, dass sie gestalten. Das aber als eine Art Idealtypus hinzustellen, auf den hin man unterrichten könnte, halte ich für eine ganz schwierige Sache und deswegen ist das auch so ein bisschen ein Appendix an jeden Vortrag, den ich halte, in dem ich versuche, dagegen zu werben und auf die, meiner Ansicht nach, auf die Schwierigkeiten hinzuweisen. Wir hantieren dann eben mit Zitaten. Hast du Roland Barthes richtig gründlich gelesen und verstanden, am besten auf Französisch? Also, wenn ich einen philosophischen Text lese, und das tue ich, seit ich 15 bin oder so, ich mache das auch gern. Wie heißt es in einem Fisch namens Wanda, wo Otto, Niehaus wie Oswald, und wie heißt die Schauspielerin Jamie Lee Curtis, sagt zu Otto, du bist dumm, du bist ein Idiot. Er sagt, ich bin nicht dumm, ich lese Philosophen. Und sie sagt, ja, dann liest sie, Otto.
Du verstehst sie aber nicht. Weißt du, ich kenne Schafe, die dich mühelos austricksen würden. Ich habe schon Knufe getragen, die klüger waren als du. Vorher müssen wir jetzt gar nicht gehen. Aber mir kommt es so vor, als ob an den Designhochschulen, in denen auch von Interdisziplinarität so viel geredet ist, was ist da eigentlich noch die Disziplin vor lauter Interdisziplinarität? Man kriegt das auch der Kamera mit dem, dass dort eine Art von Selbstgespräch stattfindet, also zwischen Designtheoretikern und vielleicht Designprofessorinnen und Professoren, die es gerne wären. Das ist dann wie einem Schachspiel zuzusehen, dass zwei Leute spielen, die nur wissen, wie man die Figuren zieht. Dieses Schachspiel dauert so lange, und das zwischen zwei Großmeistern, dass beide von Anfang an im Matt stehen, wissen sie ja nicht. Und insofern kämpfen sie so lange, bis der Schirm nicht umgefallen ist. Es gibt da eine reizende Anekdote, eine Max-Planck-Anekdote, die habe ich gefunden, noch bevor Rolf Tobelli dieses Büchlein geschrieben hat. Ich hoffe, Sie kennen sie jetzt nicht alle, weil Sie alle Bestseller kaufen. Eine Anekdote, in der der Unterschied zwischen einem Wissen, das man wiederholen kann, und einem Wissen, das man sich erarbeitet hat, ganz gut zum Vorschein kommt. Also Max Planck hat gerade wesentliche Fortschritte in der Quantentheorie erzielt. Und er macht eine Vortragsreise durch Deutschland und hält einen den gleichen Vortrag immer wieder. Und sein Chauffeur begleitet ihn, ein schlauer Kopf, und setzt sich auch immer mit in den Vortragssaal. Jetzt sind sie, so will es die Anekdote, mir fällt es jetzt erst auf, unterwegs nach München. Die Anekdote will es uns. Ich rede hier nicht Ihnen zuliebe so. Und der Chauffeur schlägt im Wagen Folgendes vor: Lieber Herr Professor Planck, Sie haben Ihren Vortrag jetzt schon 40 Mal gehalten. Sie sind seiner sicher überdrüssig. Ich habe ihn 40 Mal gehört und ich bin seiner auch überdrüssig. Machen wir es doch so: Wenn wir jetzt in München ankommen, dann ziehen Sie sich meine Mütze an und setzen sich in die erste Reihe und ich halte den Vortrag. In Zeiten vor dem Internet wusste man ja nicht unbedingt, wie irgendjemand aussah. Gut, so geschieht es. Planck setzt sich in die erste Reihe, der Chauffeur hält den Vortrag Wort für Wort, sehr gewandt, bringt ihn auch bravourös zum Abschluss. Aber nun geschieht etwas, was es bisher noch nicht gegeben hat. Es meldet sich ein Eisenbart in der dritten Reihe und stellt eine hochkomplexe Frage. Der Chauffeur sagt: Ich bin entsetzt über das Niveau, das in München herrscht. Ich leite diese Frage an meinen Chauffeur weiter. Die Pointe hat im Grunde mit der, gut, die Pointe ist keine besonders gute Erzählung, aber der Unterschied zwischen Chauffeurswissen, das man irgendwo gehört hat, und eigenem Wissen, das man sich mühsam erstritten hat, wird in der Anekdote deutlich. Dass systematisches Vorgehen beim Design unerlässlich ist, darüber hatten wir schon vorhin gesprochen, das ist auch das, was du mir bestätigen, Boris, durchaus eine der Freuden des Alters, dass, also tatsächlich gibt es im schieren Grafikmachen, jedenfalls geht es mir so, einen leichten Abnutzungseffekt. Immer noch so, dass ich aufgeregt bin, wenn ein Auftrag reinkommt, ich immer noch das Gefühl habe, an diesem Auftrag werde ich nun scheitern, und dieses Scheitern wird so sein, dass es ein Schlaglicht auf alles wirft, was ich bisher gemacht habe. Also das Gelächter ist so, weil es jeder kennt, oder? Ich meine, jeder Gestalter kennt doch dieses Gefühl, dass man auch von einem neuen Auftrag aufgeregt ist, aber man ist eben aufgeregt, weil er die Möglichkeit des Scheiterns birgt. Also in dem Moment, wo wir jetzt dächten, dass wir die Sache in der Tasche haben, wir müssen sie akquirieren, und dann ist ja eh klar, dass wir etwas Großartiges daraus machen werden, in dem Moment würde doch der Beruf wesentlicher Teil seines Reizes entkleidet. Dass das mit dem Lampenfieber nie aufhört, sei jetzt zum Beispiel, nein, du hast ja noch gar keins, es kommt noch, und dann bleibt es. Aber was nach wie vor ein großes Vergnügen ist, das ist das systematische Vorgehen, das ist an dieser Stelle die Erfahrungen auszunutzen, das ist auch jede Gruppe, in die man hineinkommt, als Gruppe zu verstehen, wenn man mit ihr zusammenarbeiten will, sie zu mögen. Typisch ist ja, dass man sich dann auch mit Leuten anfreundet, für die und mit denen man arbeitet. Dass die Systematik kann durchaus beinhalten, dass man eine Sache nicht macht,
ich erinnere mich, ich werde den Namen nicht nennen, das war der Surkamp Verlag. Die haben mich einmal eingeladen, Taschenbücher neu zu gestalten. Das war vor 5 Jahren oder so. Wie lange ist das jetzt her, dass die Surkamp-Umschläge so müde und armselig aussehen? Und ich habe in der Runde gesessen, da war noch Günter Berg damals der Verlagsleiter, dann Olaf Werkewitsch und der Taschenbuchchef. Und weil ich versucht, mich zu briefen, haben sie sich in einer Weise unterhalten, dass ich ihnen gesagt habe, sie brauchen gar keine neue Gestaltung. Sie sind untereinander uneins über alle möglichen Themen und sie brauchen einen Blitzableiter und das soll die Gestaltung sein. Und das soll ausgerechnet die Gestaltung von Lili Fleckhaus sein, die vielleicht irgendwann in den 80ern mal vorübergehend etwas müde wirkt, aber längst wieder und damit wirklich in die Zeitlosigkeit übergegangen ist. Diese fette Times, diese extra fette Times auf diesen grünen und violett und so weiter Tönen, das ist die intellektuelle Heimat von den Leuten, die in den 60ern bis heute aufgewachsen sind, so haben die ihren Benjamin und Adorno gelesen und was noch alles. Man braucht einen wirklich guten Grund, denen diese Heimat zu nehmen. Und aufgrund von internen Querelen sollte man das auf keinen Fall tun. Ich schlage vor, wir machen einen Riesenauftritt daraus. Surkamp Verlag holt Buchgestalter, um alles so zu lassen, wie es ist. Und wir begründen super genau, warum es genau bei diesen Entwürfen bleibt, an denen ihr dann vielleicht auch neue Freude habt. Ihr zahlt mir 10.000 Euro fürs Nichtstun, was ein unglaublich günstiger Preis ist, verglichen mit allem, was Neugestaltung kosten würde. Wir haben unsere Primetime, ihr habt eure gute Gestaltung weiterhin. Daraufhin trennten sich unsere Wege. Ich habe daraufhin übrigens diese rein ironisch gemeinte Agentur gegen Redesign gegründet, die natürlich nie einen Auftrag hatte oder so. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gekannt hat. Ich habe mir einfach schnell diese Domain geholt und diese Seite da ins Netz gehackt und seitdem schlummert sie dort und wird nur gelegentlich von jemandem versehentlich aufgefunden. Ich glaube übrigens, dass man mit der Sache Geld verdienen könnte, aber mit Design macht es mir dann alles in allem noch mehr Spaß. Also, das systematische Vorgehen ist beim Gestalten unerlässlich. Das bedeutet aber nicht, dass wir Theorie brauchen. Ich habe immer noch ein hübsches Zitat. Da geht es zwar um Kunsthochschulen, aber das Problem ist bei Designhochschulen genau das gleiche. Peter Geiger schrieb in der FAZ im April 2011 unter dem Titel Das große Recherche-Getue in der Kunst. Sobald man die Frage nach der künstlerischen Forschung nicht nur inhaltlich stellt, sondern auch nach ihren institutionellen Nebenwirkungen fragt, betritt man ein Terrain, auf dem gegenwärtig entscheidende Weichenstellungen vorgenommen werden. Wer als Geisteswissenschaftler einmal zur Betreuung einer künstlerischen Doktorarbeit eingeladen war, kennt vermutlich das Problem. Den künstlerischen Part kann man als Wissenschaftler nicht kompetent beurteilen, weil einem Erfahrung und Sichtweise der Künstler fehlen. Der Textteil hingegen entspricht in der Regel nicht den Arbeitsformen der eigenen Disziplin. Statt also ein ungeahntes Drittes aus Wissenschaft und Kunst zu amalgamieren, entsteht ein hybrides Produkt, das künstlerisch zu unentschieden ist und wissenschaftlich nicht bewertet werden kann. Die Übertragung dieser Sätze auf Designtheorieunterricht kann nach meiner Erfahrung 1:1 geschehen. Und da mir jetzt keine Hasswelle entgegenschlagen, zitiere ich hier nochmal Wolfgang Herrndorfer und dann sind glaube ich 70 von den 80 Minuten um und ich habe mir ein Bier verdient. Also Herrndorfer zur Theoriefrage. Allgemeine Ansichten zur Literatur habe ich nie gehabt und nie verstanden. Mehr Engagement, mehr Realismus, mehr Relevanz ist doch alles Quatsch. Sobald Schriftsteller irgendeine Form von Theorie ausmünzen, läuft sich immer sofort darauf hinaus, dass zum allgemeinen Ziel erklärt wird, was der Autor selbst am besten kann und schon seit Jahren praktiziert. Das sind keine Theorien, das ist das, was sich heranbildet in kleinen Hasen, wenn es nachts dunkel wird im großen Wald. Ich kann hier genauso gut aufhören wie weitermachen und ich glaube, ich höre auf. Vielen Dank. Genau das brauchen, was aufgrund dieser Sitzsituation schwierig ist, nämlich
zwar nicht so richtig Bühne, aber doch frontal vorne und die anderen weit hinten. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn viele von Ihnen Lust haben, sich noch hier mit nach nebenan zu begeben, ein Glas Bier oder auch ein Glas Wein zu trinken, ein kleines zu essen und in diese erweiternde Diskussion mit uns einzusteigen. Für diejenigen, die jetzt gehen, vielen Dank, dass Sie da waren und schönen Abend.